ich weiß auch nicht, ob die dann in Zukunft vor mir weglaufen, wenn sie mich sehen. Aber können wir gerne probieren. Ja. Jo, ganz kurz zwischendurch. Du blickst ja gerade auf das Victoria's Secret da unten, ne? Victoria's Secret. Ah ja. Soll ich da reingehen, was kaufen, oder? Ja, das wäre schön. Einfach einen Schlüpfer kaufen. Oder fragen, ob die vielleicht eine schöne Boxershorts haben in deiner Größe. Gut, machen wir das. Wie gut das Zeit, ist. Ne? Oh Gott, ist das gut. Oh Gott. Oh, wie cool ist das denn? Mit? Übrigens, da muss ich nachher noch hin. Zum Fickfest? Ja. Du hast auch einen Stand, ne? Ja. Gibt immer Feste auf den Po. Ich nehme die Rolltreppe nach unten. Ja, warte. Ich ziehe den Chat mal kurz auf den anderen Bildschirm, weil ich mache mir jetzt mal Vollbild, weil ich das einfach sehen will. So, das ist so gut einfach. So. Huch. Da kommen Kundinnen. Ja. Oh, die haben Blümchen. Das ist ja nett. Das sind schöne Blumen. Uhu. Das sind wirklich schöne Blumen. Ich glaube, die ignorieren nicht ab. Oh, die hat geguckt. Oh, die war gerade noch auf Instagram. Ja, hast du den Blick gesehen? Ich glaube... Richtig verächtlich hat die geschaut. Ja, ich bin hier wirklich fast verhaftet worden. Ja. Hä, wieso das denn? Ja, es ist eine super unangenehme Geschichte. Ich erzähle sie auch jetzt nur partiell. Ja. Und zwar musste ich... Schalt mal um, Moment. Ja. Ich habe hier so einen Magenkrampf gekriegt, weil ich irgendwas nicht vertragen habe. Ich bin da gerade durch die Stadt gelaufen und dachte mir so, oh, scheiße, keine Chance mehr, irgendwas zu tun. Ja. Und da war da gerade ein Hotel und ich so, habe mich in dieses Hotel geschleppt und da war so ein Schild Restrooms. Ich bin da zu den Restrooms gegangen, ja. Und da war so eine Toilettenfrau, die halt ihre komplette Machtposition ausgelebt hat. Also die hat mich echt nicht auf Toilette gelassen. Ja. Die hat da geputzt und hat gemeint, nee, der Flur ist nass, geht nicht. Der war überhaupt nicht nass. Ja. Dann hat sie extra langsam gemacht und als sie dann rauskam, hat sie die Tür ins Schloss fallen lassen, damit ich auch ja nicht reinkomme, weil da kommt man nur mit der Zimmerkarte rein. Ja. Boah, wie assi. Das war so mies. Das war eine wirklich miese Nummer. Und dann kamen gerade so ein paar Kinder, die hatten eine Zimmerkarte und ich bin dann so mit durch die Tür geschlüpft und dann hat halt eine Minute später die Hotel-Security an meine Kabine geklopft und hat gemeint, was ich da treibe und ob ich alleine bin. Und ich dachte echt so, das ist toll, vielen Dank. Ja. Dachten die vielleicht, du kokst da auf dem Klo oder so? Die haben wahrscheinlich gedacht, ich beschwöre einen Porzellandämon oder so, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall eine echt miese Nummer. Also, jemand in der Notlage, ich habe der Frau ja auch gesagt, dass ich Magenprobleme habe, ja. Einfach da so hängen zu lassen. Die meinte so, ja, dann gehen Sie halt auf Ihr Zimmer. Ich so, nein, wie denn? Ja. Gut, also ich schalte mal wieder um. Alles klar. Land of the Free, ja, wirklich. So. Boah, wie assi. Jetzt reingehen. Ja. Aber da darf man eigentlich nicht filmen, ne? Ach so, darf man nicht. Oh, okay. Also wenn ich jetzt hier verhaftet werde. Du kannst es so tun, als würdest du nicht filmen. Du kannst das Handy einfach so casual einfach in der Hand halten oder so, wenn das geht. Ich habe einen Selfie-Stick dran. Das fällt auf. Ja, gut. Das ist vielleicht. Und wenn du den Selfie-Stick nach unten nimmst irgendwie? Ja. Und was soll ich fragen? Kauf dir einfach einen Schlüppi oder so. Also fragen, ob die vielleicht irgendwie Schlüppis in einer Größe haben. Weil dir ist ein Malheur passiert. Auf der Messe. Ja. Und du brauchst dringend was zum Umziehen. Was heißt ein Schlüppi auf Englisch? Ich glaube Underwear. Guck mal, jetzt gerade Sale. Da gibt es bestimmt auch günstige Sachen. Oh. Hm. Ja. Ja. Hier, guck mal, da war doch 60%. 60% ist doch super. Ich finde aber keine Verkäuferin. Okay. Oh, hier. Gibt's denn da für Herren überhaupt Schlüppis? Ja, das ist nur für Damen. Ach so, okay. What? Warte mal. Excuse me, ma'am. Yeah. Do you have stuff in my size? Underwear? In my size? Underwear? Yeah, my girlfriend is really big, so I need... Yeah, like me. I don't know exactly. I have 3XL. Erik, ich hasse dich.
extra large. Are you looking for underwear? Yeah. Yeah, we'll be extra large. We'll be in this kind. Extra large. Okay. Okay. How much would be this one? These are 3 for $36, and just for one, it is $14.50. All right. We don't have these over here. Ich krieg eine Beratung. Wenn ich frage, ob ich es anprobieren darf, werde ich wahrscheinlich gekillt. Bitte frag das nicht. Okay. If you like this. Yeah. Thanks a lot, Safa. So, ich hoffe, deine Gelüste sind gestillt. Also ich werde jetzt hier nicht so einkaufen. Die Farbe ist schlimm. Jo, kauf doch mal so eine Minzgrüne. Das steht hier gut. Ich stelle mir das schön an dir vor. Weißt du was? Okay, hier. Hast du auch 3XL? für Pan. Ich zieh's auch an und schick's gebraucht zu euch. Okay, ja, okay, dann ja, gerne. Boah, die ist schön, die mit den Blumen. Ja, ich probiere sie mal schnell an und versuche sie dann zu klauen. Ich weiß nicht, ob die gesichert sind. Ich lasse sie einfach an. Jo, bitte mach das nicht. Wir wollen nicht wieder zurück. Alter, ich gehe jetzt auf die Messe, ihr Schweine. Ihr hättet mich auch mal was zu trinken kaufen lassen können. Ja, das machst du natürlich gleich. Also ne? Auch was zu essen vielleicht mal zwischendurch. Moment, Pink. Also ich sollte echt rausgehen, die gucken mich alle schon so ja, an. Ja, 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 dann lauf, Jo, lauf. Mal, fang spontan an zu laufen, dann geh. Nicht, dass da gleich wieder so ein Security kommt. Die haben wahrscheinlich schon einen Handzettel verteilt mit Fotos. Die haben wahrscheinlich schon den Knopf am Schreibtisch gedrückt. Ja, schade, ist nichts für deine Freundin dabei, schade. Ja. Ich hab da ja gerade gesagt. Jo, wo hältst du die Kamera hin? Oh, sorry, ich hab zur anderen Seite geguckt. So. Was ist denn hier los?